Erstes Fantreffen der Frankfurt Universe für die Saison 2017. Und es war richtig voll im Saal. Alle wollten die neuesten Informationen zur kommenden Spielzeit. Vor allem auf der Powerparty wird sich einiges ändern. Ja, wir wollen mehr die Leute wieder mit einbinden. Wir werden unterschiedliche Wettbewerbe auf der Powerparty machen. Wir suchen den schärfsten Universe-Fan, wer am meisten Schärfe verträgt. Oder wir machen einen Grillwettbewerb, dass die Fans gegeneinander grillen. Das lockt auch einfach Leute an, die zuschauen wollen. Und wir werden viel mehr Richtung Live-Musik gehen, dass die Leute einfach währenddessen sie auf der Powerparty sind, unterhalten werden. Ein großes Problem, wie im vergangenen Jahr, ist auch in dieser Spielzeit wieder die Terminierung der Heimspiele. Denn selbst jetzt, 2 Monate vor Start der GFL, stehen noch nicht alle Spiele fest. Ja, wir sind Mieter im FSV-Stadion und der FSV ist der Betreiber vom Stadion und hat natürlich das Vorrecht für seine Fußballspiele. Das respektieren wir und akzeptieren wir. Problem ist immer, dass wir unsere letzten Spieltermine in der Saison liegen schon wieder in der neuen Fußballsaison, was das Problem darstellt, dass der FSV selbst noch gar nicht weiß, wann er spielt. Also können wir meist die letzten 3 Spiele auch noch nicht terminieren. Jetzt haben wir es geschafft, die ersten Spiele alle zu terminieren und hoffen dann auch, wenn der FSV dann seinen neuen Spielplan für die Saison 2017-18 bekommt, auch die restlichen Spiele zu terminieren. Das ist aber ein Zustand, der sich nie ändern wird. Solange der FSV selbst nicht weiß, wann er spielt, kann er uns auch keine Spiele freigeben. 4 Heimspiele in einem Monat, wie vergangene Saison, soll es in diesem Jahr aber nicht geben. Doch die Zuschauerzahl insgesamt darf sich gerne steigern. Im Durchschnitt haben in der vergangenen Saison 3.800 Fans die Heimspiele der Men in Purple besucht. Da darf gern der ein oder andere mehr kommen. Sportlich will Frankfurt auch wieder oben mitspielen. Den Kader dazu haben sie, die äußeren Bedingungen auch.